Hi, ich bin Ralisa und ihr kennt mich vielleicht von Instagram und ich bin heute hier bei Erklär mal und versuche, eure Fragen zu beantworten. Darf man auch spenden, wenn man Antidepressiva nimmt? Good question. okay. I try. Ich weiß es nicht. ich glaube ja. Also ich würde denken, dass ja, weil das auch wieder nicht deine genetischen Merkmale beeinflusst. Oh Gott. Hoffe ich. Ich bin gespannt. Ich kann gar nicht mehr dazu sagen. Das ist jetzt einfach meine Vermutung und ich bin gespannt, was jetzt gesagt wird. Okay, das war keine leichte Frage. Es kommt darauf an. Wenn man an einer leichten bis mittelschweren Depression leidet und stabil genug ist, den Alltag gut zu bewältigen, dann sind auch Antidepressiva kein Problem. Problematisch ist es erst bei psychischen Erkrankungen wie schweren, behandlungsbedürftigen Depressionen, Borderline-Störung und jeglicher Form von Psychosen, schizoaffektiven Störungen sowie bipolaren oder manisch-affektiven Erkrankungen. Häufig werden bei schweren psychischen Erkrankungen auch Neuroleptika verabreicht, die ein weiteres Problem darstellen, weil sie Blutbildveränderungen verursachen können. Aha. Ja, macht Sinn. Verstehe. So Leute, hier oben gibt's noch mehr Antworten auf all eure Fragen und hier unten erfahrt ihr, was es noch für Möglichkeiten gibt, zu helfen und die DKMS zu unterstützen.